Ich würde vielleicht erst die Platte ein bisschen drauf machen. Ja, Freunde, erstmal ganz herzlich willkommen hier zum neuen Video. Es ist ja eine etwas längere Zeit jetzt hier still gewesen und wer aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass ich angekündigt habe, dass wir heiraten und ich hatte dann gesagt, dass eben in dieser Zeit selbstverständlich nicht so viele Videos kommen. Jetzt ist die Hochzeit rum und wir hatten wirklich den perfekten Tag, von dem man träumt. Es hat wirklich alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben und es war einfach wirklich ein wunderschöner Tag im Kreise der Familie und Freunde. Ja, für meine Frau hatte ich eine kleine Überraschung geplant und wir hatten eben hier vor unserem Haus zwei Strohballenfiguren aufgestellt und die entsprechend der Hochzeit gekleidet. Ein großer Dank geht an der Stelle nochmal raus an Joscha und Maja. Es ist immer hilfreich bei solchen Aktionen, wenn man Landwirte im Freundeskreis hat. So haben wir hier die Strohballen und das nötige Material bekommen und die beiden haben uns auch beim Aufbau unterstützt, beziehungsweise eigentlich das Ganze fast in Eigenregie gemacht. Ganz herzlich bedanken wir uns an der Stelle auch nochmal bei unseren Trauzeugen Jasmin und Matthias. Ihr habt dafür gesorgt, dass eben dieser Tag so perfekt geworden ist, wie er war und ihr habt uns echt eine Menge Arbeit von den Schultern genommen. Wie wir das Ganze gemacht haben, seht ihr in diesem Video und ich blende am Ende auch nochmal ein paar Bilder von der Hochzeit ein, dann könnt ihr mal sehen, wie wir ausschauen, wenn wir keine Arbeitskleidung anhaben. Meine bessere Hälfte, ich war wirklich hin und weg, ein traumhaft schönes Hochzeitskleid. Und zu guter Letzt löse ich auch mein Versprechen ein. Es gibt ja noch eine Verlosung aus dem letzten Video. Unter allen Kommentaren verlosen wir hier diese vier Sachen. Oder ja, vier waren es, glaube ich. Das machen wir dann also auch in diesem Video. Bilder erahnen kann, wir beide hatten einen wunderschönen Tag, den wir auch niemals vergessen werden. Und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die uns auf welchem Wege auch immer gratuliert haben, auch über die sozialen Netzwerke. Man kennt sich ja so eigentlich nicht persönlich, aber uns haben so viele Glückwünsche und beste Wünsche für die gemeinsame Zukunft, für die Familie erreicht und dafür möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank also, jetzt geht's aber erstmal weiter mit der Verlosung. So, dann kommen wir jetzt mal schnell und unkompliziert hier zur Verlosung. Ich habe den Gegenständen entsprechend einfach eine Zahl zugewiesen. Es gibt also vier Gegenstände zu gewinnen. Einmal diese Mini-Wasserwaage von Stabila, dann haben wir hier die etwas größere, die hat 30 cm. Von der Firma Halda gibt es diesen
Supercraft Hammer zu gewinnen. Und dann haben wir nochmal hier eine magnetische Wasserwaage, auch wieder von der Firma Stabila. An der Stelle dann auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Stabila und Halder, die uns hier die Sachen für die Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Ja, wie konntet ihr teilnehmen? Es war simpel. Ihr musstet einfach nur einen Kommentar hier unter das Video schreiben. Das war Palisaden setzen und ihr habt das Video 570 Mal kommentiert. Ja, und aus diesen 570 Kommentaren werden wir jetzt die glücklichen Gewinner bzw. Gewinnerinnen bestimmen. Dazu kopieren wir hier den Link. Das Ganze macht so ein Online-Tool. Das hatte ich hier gerade schon geöffnet. Dort setzt man den Link entsprechend rein. Und dieses Tool ermittelt jetzt gleich per Zufallsprinzip aus den 570 Kommentaren 4 Gewinner. Dazu muss ich hier die Zahl noch auf 4 erhöhen. Allow Duplicate Comments setzen wir keinen Haken rein. Das heißt, auch wenn ihr 100 Mal kommentiert habt, ihr habt nur die eine Chance. Und wir machen es gleich so, der wird hier 4 Namen auflisten, 4 Gewinner, Gewinnerinnen. Und nach der Reihe werden wir das auch zuordnen, den Gewinnen, also den Preisen 1, 2, 3, 4. Also ein letztes Mal viel Glück. Gewinner, Gewinnerin 1, Monika Schüttengruber. Hallo Florian, welchen Lader würdest du uns als kleines Galabauunternehmen empfehlen? Wir haben Hänge und sind in der Stadt. Das Gerät sollte kompakt und wendig sein. Liebe Grüße, Monika. Monika, ich habe dir die Frage beantwortet schon. Du hattest mir, glaube ich, auch noch eine E-Mail geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst diese kleine Wasserwaage. Dann Comment Nummer 2, das ist Guy Stefan. Sehr schöne Arbeit, ich hätte den Hang eventuell noch terrassiert mit den Palisaden. Sieht aber top aus, deine Haare sind mir egal. Das höre ich doch gerne. Du bekommst diese Wasserwaage von Stabila. Und dann zum dritten Platz, eine super Arbeit und ein super Team. Gefällt mir richtig gut, schöne Grüße aus der Eifel. MS Forst Service 9744. Du bekommst den schönen Halder Supercraft Hammer. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir noch einen Gewinner, sehe ich gerade. Das ist der Sebastian 8 Schmitz. Immer ein Genuss. Habt eine schöne Hochzeit. Vielen lieben Dank, Sebastian. Wir hatten einen traumhaft schönen Tag. Du bekommst diese magnetische Wasserwaage. Ja, an alle Gewinner bzw. Gewinnerinnen, falls ihr das hier mitbekommen habt, dann schickt mir einfach eine Nachricht an info@florians-gartenwelt.de und ihr müsst mir natürlich dann eure Adresse und sowas zukommen lassen und dann gehen die Pakete schnellstmöglich raus. Und falls ihr mein Video nicht zu Ende geguckt habt, dann macht euch keine Sorgen, ich werde euch über die entsprechenden Kommentare dann auch nochmal benachrichtigen. An alle anderen Teilnehmer, ich möchte mich auch nochmal bei euch ganz herzlich bedanken, es waren super nette Kommentare dabei, auch nochmal ein ganz tolles Feedback zu uns, zur Firma, zu den Kollegen. Also ich habe wirklich jeden einzelnen Kommentar gelesen und habe mich sehr darüber gefreut. Und vielleicht habt ihr beim nächsten Mal dann Glück. So, dann sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Stichwort nächstes Mal. Im Anschluss werde ich jetzt hier 2, 3 Videosequenzen einblenden auf die kommenden Projekte. Da sind nämlich wieder super tolle Sachen dabei. Wir sehen uns. Ich sag erstmal Ciao mit V.